Guten Abend, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu den DMZ-News, Ihrer Wochenübersicht in der DMZ. Heute das Thema, zum einen das Rattenbundle, was kostenlos zu bekommen ist, dann das Modern Warfare 3 Event in der DMZ, die neuen Auto-Assalmierungsoptionen, die wir bekommen haben, das Performance-Update gegen die ganzen Stotterer, das Katzenbundle sowie das Izzy-Bundle und der große Waffen-Nerf, die Meta-Waffen, die jetzt ganz aktuell genervt wurden und natürlich noch das Modern Warfare 3 Logo-Reveal mit einigen Informationen zu Modern Warfare 3 selbst. Mein Name ist Erik, aka Gesichtserik, und ich heiße Sie herzlich willkommen. So, bevor wir jetzt loslegen und ihr euch fragt, was soll dieser Bullshit hier eigentlich? Wir hauen ja immer News raus am Anfang eines jeden Livestreams. Jetzt ist es so, dass viele Livestreams zum einen nicht gucken, zum anderen sind sie immer am Anfang des Livestreams, immer in den ersten 20, 30 Minuten erzähle ich immer sehr viel, was die letzten Stunden oder Tage oder Wochen passiert ist. Und ja, das geht halt oft unter, weil nicht alle Livestreams werden geguckt und der Anfang wird nicht geguckt und viele gucken gar keine Livestreams. Und deswegen habe ich mir überlegt, für diese kleinen Themen, für die sich ein einzelnes Video nicht immer lohnt, das einfach mal zusammenzufassen über eine Woche oder über zwei Wochen, so ein kurzes 10-Minuten-Video, damit ihr auf dem aktuellsten Stand seid. Das ist nicht großartig geschnitten, einfach die Fakten runtergebrochen. Also wenn euch sowas interessiert, schreibt es mir gerne. Ich würde mich sehr, sehr interessieren. Einfach mal ein Test sozusagen, dieses neue Format hier. Und ja, ich hoffe, dass ich die Informationen für euch rüberbringen kann. Ich weiß nicht, ob das so viele Leute interessiert. Für mich ist es halt ein ganz großes Ding, weil ich es liebe. Ich lese mich sehr, sehr viel ein, das Ganze. Und deswegen glaube ich, ist es ganz sinnvoll, wenn ich euch das auf diesem Wege rüberbringen kann. In dem Sinne, legen wir mal los. Fangen wir mit dem Rattenbundle. Und zwar ist das kostenlos für alle, die Amazon Prime haben. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Beschreibung oder besser noch in die Kommentare. Ihr meldet euch einfach an mit eurem Prime-Konto, mit eurem Activision-Konto, verknüpft das Ganze und dann könnt ihr hier unten auf Hol dir Inhalte im Spiel klicken und schon bekommt ihr das Rattenbundle. Das beinhaltet einmal diese Ratten-Skin, die beiden Waffen, Baupläne, einen Hintergrund, eine Visitenkarte, Embleme, eine Stunde Doppelwaffen-XP, eine Stunde Doppelwaffen-XP und normales XP. Also es lohnt sich auf jeden Fall, das Pack runterzuladen und für denjenigen, der Prime hat, ist es kostenlos. Kommen immer wieder solche Aktionen. Würde ich auf jeden Fall mitnehmen, allein schon wegen der Doppel-XP. Als nächstes hat Call of Duty selber einen Tweet rausgehauen. Da geht es nämlich um das Event für Season 5, schreiben sie hier. Und zwar geht es um ein Reveal-Event. Es ist noch ein bisschen geheim gehalten, worum es da geht. Aber natürlich haben die Leaker bereits mehr rausgefunden. Wir sehen hier ein Reveal-Event bereits in den Dateien. Und zwar geht es darum, dass Modern Warfare 3 in der DMZ revealed werden soll. Bisher war es ja so, dass die neuen Call of Duty-Teile immer im Battle-Royale-Modus sozusagen revealed wurden. Und kam ein großes Event, dieses Nuke-Event oder sonstige Events. Ausnahme war Modern Warfare 2. Da kam kein Event, weil sie das große neue Ding planen wollten. Aber jetzt wird es wieder weitergehen mit den Events. Und zwar wissen wir momentan, dass es ein Event auf DMZ geben wird. Und zwar unter dem Observatorium auf der Map Al-Masra. Und da soll sich ein Bunkerkomplex befinden. Und in diesem Bunkerkomplex, wie auch immer man da reinkommt, wird sozusagen ein Item liegen zu extrahieren sein. Und diese Extraktion des Items, es handelt sich augenscheinlich um einen Kanister, in dem irgendwas drin ist. Diese Extraktion leitet dann für euch das Event ein. Das wird dann in Season 5 sein, also ab dem kommenden Mittwoch wird also entweder am Start von Season 5 oder zum Mid-Season 5 dieses Event spielbar sein und bereits einen Ausblick geben, wie auch immer das aussieht, auf Modern Warfare 3. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die Assimilierungsoption, die geändert wurde. Und zwar war es so, dass Spieler, die von einem Trupp getötet wurden, nicht mehr aufgehoben werden konnten von diesem Trupp. Sie haben sich dann gewundert, ja, warum kann ich nicht wieder aufgehoben werden? Warum sind alle so toxisch? Warum hilft mir denn keiner? Aber das Spiel hat das einfach verhindert und Grund war, dass sie versuchen wollten, die Platoons einzudämmen. Tatsächlich hat es wohl geklappt. Ich habe Zahlen gehört, dass 90% weniger Platoons im Spiel waren. 10% also nur Pre-Made-Teams waren, das heißt, Spieler, die sozusagen vor einer Runde sich abgesprochen haben, 3-3er-Teams, und versucht haben, zusammen auf eine Map zu kommen und dort dann die Map zu dominieren, für Missionen oder auch für PvP, und dass diese neue Mechanik einen großen Erfolg hatte. Dennoch war es so, dass keiner mehr aufgehoben wurde, was wieder ein ganz, ganz großer Nachteil war. So, dass Activision gesagt hat, okay, wir erlauben euch wieder, die Spiele aufzuheben, aber sie werden nicht automatisch in euer Team assimiliert. Was dann dazu geführt hat, dass einer, der aufgehoben wurde, plötzlich da stand und gar nicht mehr wusste, wo er unten ist. Er wurde weder ins Team aufgenommen, noch konnte er abgeschossen werden, weil es einen 30 Sekunden langen Schutz gab, in dem dieser Spieler und auch das Team, was ihn aufgehoben hat, unverwundbar war. Das Ganze hat zu viel Verwirrung geführt, verstehe ich auch nicht. Jeder hat ja alles nachgelesen, die Patchnotes, wusste nicht genau, was los war. Und die Community hat sich auch ziemlich aufgeregt über die ganzen Mechaniken, was dann dazu geführt hat, dass ein paar Tage später
am 22. Juli das ganze System wieder rückgängig gemacht wurde. Das heißt, wir können wieder Spieler, die wir downen, aufnehmen und die Leute werden automatisch in unser Team aufgenommen. Das heißt, momentan ist wieder die gängige Methode, gerade auf kleineren Maps wie zum Beispiel Ashika Island oder Wondl, direkt loszurennen, einen vierten, fünften oder sechsten Spieler zu töten und ihn automatisch in unser Team aufzunehmen, um schnell ein Platoon zu bilden und damit über die Map zu laufen. Die Spieler wollten es so, auch bei uns im Livestream haben wir in einer Umfrage fast 80% der Zuschauer haben so abgestimmt, dass sie das wollten, dass sie diese Änderung wieder rückgängig haben wollten. Und das zeigt so ein bisschen repräsentativ, wie Activision da auch unter Druck stand von der Community. Ob das jetzt der beste Weg ist, möchte ich nicht mich zu äußern, aber die Community wollte es nun mal so. Und deswegen ist sozusagen für das Problem erstmal alles beim Alten. Mal gucken, welchen Schritt sie als nächstes machen, um dieses ganze Platoon-Balancing wieder in den Griff zu kriegen. Ein ganz großes Performance-Problem gab es auch zwischenzeitlich sowohl im Co-Shell-Komplex als auch auf Gebäude 21. Da hat man es besonders krass gemerkt. Die FPS gingen teilweise auf 30, 40 runter auf Konsolen, aber auch im Besonderen auf PCs. Zwei Performance-Updates kamen mittlerweile. Viele haben gesagt, ja gut, die sollen einfach ein Grafikkarten-Update raushauen. So einfach ist das nicht. Das Ganze war wohl eher serverseitig. Mittlerweile haben sie mit zwei Patches das Ganze gefixt. Zuerst wieder neutralisiert und jetzt verbessert. Also wir haben jetzt wieder astreine FPS. Wer jetzt noch Probleme hatte, oder hat, der sollte sich Gedanken machen, ob er vielleicht nochmal tiefer in seine Probleme schaut, weil die Standardprobleme, die er hatte, sind gelöst worden. Die Probleme, die jetzt noch da sein sollten bei dem einen oder anderen, könnten eine ganz andere Ursache haben. Möglicherweise muss man da sogar ein Support-Ticket schreiben oder nochmal tiefer recherchieren, woran es denn bei dem eigenen System hängen könnte. Dann haben wir ein neues Bundle bekommen und ich erwähne es hier, weil ich es ja direkt geholt habe. Seit langer Zeit wieder keins geholt, aber dieses Bundle ist das Katzenbundle. Es ist gleichzeitig ein DMZ-Bundle. Interessant, keine Waffen, keine Cooldown-Reduzierung für die Waffen dabei, also keine 15-Minuten-Waffen. Also sozusagen nur ein Operator-Slot für die DMZ sowie zwei Skins mit jeweils einer Wiederbelebung für die DMZ. Ansonsten sehr interessant, damit das vierte Tier, was wir reingebracht haben, nach Wolf, Bär und Ratte, Hase. Oh, okay, also es werden einige Tiere in die DMZ kommen und ja, es ist interessant, dass sie diesen Weg gehen. Was aber auch gekommen ist, ist das Easy Bundle und das ist extrem nachgefragt gewesen. Haben sich auch extrem viele Leute geholt, warum auch immer. Es ist sehr, 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 sehr beliebt und damit haben sie, glaube ich, so die zwei größeren Bundles rausgehauen, bevor wir jetzt zu Season 5 kommen. Was sie auch noch vor Season 5 gemacht haben, ist jetzt dieser Meta-Waffen-Nerf, der ist rausgekommen am 24. Juli. Und da sehen wir, wie das Waffen, absolute Meta-Waffen, die absolute Meta-Waffe vielleicht sogar, die Lachmann 556, auf mehreren Ebenen genervt wurde. Die M4 wurde genervt, die TAC 56 wurde genervt. Nerf heißt immer, dass eine Waffe schlechter gemacht wurde, weniger Schaden, weniger Reichweite, weniger, also schlechteres Waffenverhalten. Die Tempus Razorback ist eine der wenigen Waffen, die verstärkt wurde. Und sie war bereits eine gute Waffe, allerdings noch nicht Top-Meta. Und durch diese ganze Veränderung kann es sein, dass die Tempus Razorback jetzt in die obersten Reihen sich einfügt, zu meiner Freude, weil ich die Waffe sehr, 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 sehr gerne spiele. Auch Battle Rifles wie die Kronen Squall, absolute Meta-Waffe, ist genervt worden. Und die krassen Waffen, die Basilisk sowie die X13 Auto, zwei absolute Meta-Pistolen, die die DMZ bzw. das Battle Royale Spiel auch komplett dominiert haben zwischenzeitlich. Die Snake-Munition und der Fehler, sagen wir mal, in der Schadensübertragung sind korrigiert und damit auch extrem genervt worden, was sehr, sehr gut ist. Ebenfalls ein Nerf gibt es für die Shotguns, sowie die KV, sowohl die MX Guardian als auch die KV Broadside wurden beide genervt, was sehr, sehr, sehr gut ist. Dennoch denke ich, dass wir im Nahkampf, also gerade im Crochet oder im Gebäude 21 nach wie vor diese Waffen sehen werden. Aber ich bin sehr, sehr froh drum, dass sie sich ein bisschen schon um dieses Problem gekümmert haben. Und zum Schluss, Ladies and Gentlemen, das Modern Warfare 3 Logo Reveal. So sieht das Ganze aus. Sie haben es mittlerweile bestätigt. Wir haben hier auch hier einige Bilder von Modern Warfare 3. Was wir wissen ist, dass sie ein bisschen zurückkehren wollen, möglicherweise zu den Anfängen. Das heißt zu Warzone 1, also schnelleres Movement. Wir reden hier zum Beispiel von Slide Canceling. Das scheint momentan im Spiel drin zu sein. Und ja, ob es drin bleiben wird, wissen wir nicht. Aber momentan ist es drin, sagen die Leaker. Das Ganze soll so ein bisschen Verdansk ähnlich sein vom Map-Aufbau her. Und ja, die Insider sagen, dass das ganze System sieht ein bisschen aus wie Modern Warfare 2 tatsächlich, so vom Prinzip her, von der Welt her, aber es sei stark verbessert. Also, wir sind sehr, sehr gespannt, was aus Modern Warfare 3 wird, was erstmal revealed wird für uns in der DMZ zu Season 5. Und damit melde ich mich ab, wünsche noch einen guten Tag und sage hasta luego und hasta la vista.